Hallo, 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 ihr Zauberlehrlinge. Und willkommen zurück in der unsichtbaren Universität von Ankh-Morpork. Wir sind immer noch Rincewind und müssen immer noch die Zutaten für das Ritual von Ashkente besorgen. Okay, hier haben wir uns schon umgeschaut im Forschungstrakt. Was gibt's hier noch so? Speisesaal waren wir. Park. Dann gehen wir mal in den Park. Da ist der Questor. Da ist ein Knopf. Ein Knopf am Ende des Geländes. Welch eine Überraschung. Okay, wir reden mal hier mit dem Questor. Hallo? Ein schöner Tag dafür, nicht wahr? Wofür? Wow! Siehst du? Meine Milz erinnert sich. Woran? Nun, sie erinnert sich an... ich weiß es nicht. Gutes Gespräch. Interessantes Spiel. Was? Die verdammte Lackindustrie. Sie steckt dahinter. Wie bitte? Es ist ihre Schuld. Saugen den ganzen Saft aus ihnen. Baumvampire, so nenne ich sie. Hör mal, ich... Dadurch wird das Holz zu leicht. Ist nicht mehr richtig fest. Siehst du diese Crockett-Hämmer? Sind nicht schwer genug für einen ordentlichen Schlag. Besorg mir einen anderen Hammer, Junge. Dann zeig ich dir, wie wir in der guten alten Zeit Crockett gespielt haben. Ah, der stille Zauber eines ruhigen Lebens. Ich könnte hier stehen und alles beobachten. Das herrlich grüne Gras, der warme Sonnenschein, die langweiligen alten Narren, die mit langen Stockdingern nach Bällen schlagen. Ja, stimmt. Ich sollte besser von hier verschwinden, bevor ich mich den anderen hinzugeselle. Okay. Tut mir leid, aber ich muss jetzt woanders hin. Ich habe nebenbei die Untertitel mal wieder... Ich habe die Untertitel wieder ausgeschalten, weil irgendwie die Dialoge dadurch gestreckt wurden, weil die halt... die haben den nächsten Satz immer erst gesagt, wenn der Untertitel verschwunden ist und man konnte die Geschwindigkeit der Untertitel nicht wirklich einstellen. Crockettor, kann ich das mitnehmen? Ich glaube nicht, dass ich ihr Spiel unterbrechen sollte. Vielleicht sollte ich warten, bis sie fort sind. Okay, da haben wir den Dekan. Mit dem reden wir auch mal. Hallo. Psst. Entschuldigung. Tut mir wirklich leid. Mist. Ihr vergnügt euch hier bei einem Spiel, während ich mich abrackere, wie? Na schön. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich bin da drüben und rette das ganze Universum. Schwieriger Schlag. Sehr interessante Stöcke an den Crockett-Hämmern. Fort mit dir. Wir versuchen uns bei einem Spiel zu entspannen. Oh, wie ihr wollt. Ich möchte euch nicht stören. Ich bin da drüben und wende Unheil von uns allen ab. Okay, gibt's ja auch noch einen dritten. Zunächst mal auf Wiedersehen. Ah ja, der Bibliothekar macht auch mit. Das ist ja tierisch. Nein, das ist doch nur eine Redensart. Sie rutschte mir einfach so heraus. Es käme mir nie in den Sinn, irgendwelche abfälligen Bemerkungen über dein Erscheinungsbild zu machen. Ich persönlich halte es für eine überaus interessante, um nicht zu sagen faszinierende Erfahrung, einen Arboreal-Primaten zu meinen Freunden zählen zu dürfen. Das hat ihn zum Glück beruhigt. Wenn er doch endlich damit aufhören würde... Er gerät immer völlig außer sich, wenn jemand Tier sagt. Ihr Burschen, lasst es euch gut gehen, wie? Ein schöner Nachmittag, eine sanfte Brise weht, die Sonne scheint. Ist sicher tierisch angenehm. Er hat's zuerst gesagt. Hast du hier irgendwo gute Stöcke gesehen? Na schön, dann sehe ich mich eben woanders danach um. Nun,
Je schneller ich Tod zurückbringe, desto eher kann ich hier neue Möglichkeiten für Beförderung schaffen. Entschuldige, ich kann hier nicht den ganzen Tag schwatzen. Ich muss jetzt weiter. Okay, dann gehen wir doch mal weiter und schauen uns am besten einfach mal ein bisschen in der Stadt um. Da waren wir noch gar nicht. Bisher waren wir nur hier in der unsichtbaren Universität, haben uns hier alles angeschaut. Den Park, den Forschungstrakt, Speisesaal. Ja, sonst gibt's hier nichts. Also gehen wir mal in die Stadt. Da ist die Universität, da fließt der Ankh lang, der dreckigste Fluss der Scheibenwelt. Und wahrscheinlich auch der dickflüssigste. Was gibt's hier? Narrengilde, Platz, Schatten, Friedhof, Docks, Laden. Ich glaube, wir gehen erstmal zu dem Laden hier. Wandernder Laden. Aus unbekannten Gründen stammen alle wirklich mysteriösen und magischen Objekte aus Geschäften mit geringer ökonomischer Lebenserwartung. Nach einer gewissen Zeit verschwinden sie spurlos. Sie erscheinen dort, wo es eine geeignete leere Wand gibt, und sobald sie sich manifestieren, haben sie schon immer existiert. Eine angemessene Menge Staub und ein abgenutzter Eindruck verscheuchen Zweifel und Argwohn von Leuten, die gestern noch durch diese Straße gegangen sind, ohne einen Laden zu bemerken. Drei Theorien versuchen das Phänomen der wandernden Läden zu erklären. Erstens, vor vielen tausend Jahren entwickelte sich irgendwo im Multiversum eine Spezies, deren einziges Talent darin bestand, billig einzukaufen und teuer zu verkaufen. Zweitens, sie verdanken ihre Existenz dem mitfühlenden Schicksal und haben die Aufgabe, die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu liefern. Drittens, jemand hat sie erfunden, um dem Ladenschlussgesetz ein Schnippchen zu schlagen. Die drei Theorien haben zwei Punkte gemeinsam. Sie erklären die beobachteten Fakten und sie sind vollkommen falsch. Was gibt's hier Schönes? Weihrauch, Fisch, Bücher, Alligator, Flamingo. Ein Alligator, schlecht ausgestopft. Nun, ich schätze, so etwas darf in keinem magischen Laden fehlen. Kerzen. Kerzen, ausgezeichnet. Das dürften genau die richtigen sein. Die brauchen wir ja, die tropfenden Kerzen. Da ist ein Flamingo. Ein ausgestopfter Flamingo. Nun, ich weiß nicht genau, warum sich so etwas in einem Adventure-Laden befindet. Aber wenn's schon ein Flamingo sein muss, so kann man ihn genauso gut an einem solchen Ort unterbringen, oder? Okay, hier haben wir die Kerzen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die nicht einfach so nehmen können. Dass die irgendwas von uns will als Gegenleistung. Gruß dir, Hoheit. Was bist du doch für ein hübsches Mädchen. Ich bin kein Mädchen, sondern ein mächtiger und würdevoller Magier. Warum bist du dann wie eine Prinzessin gekleidet? Bin ich nicht. Du trägst einen hohen, spitzen Hut. Alle Prinzessinnen tragen hohe, spitze Hüte. Hör mal, ich... Und hinzu kommt ein Kleid. Ein hoher, spitzer Hut und ein Kleid. Also bist du eine Prinzessin. Und wie erklärst du dir den Bart, Ich dachte, dass vielleicht auch Bauernblut in deinen Adern fließt. Viele Männer finden ein bisschen Haar interessant und aufregend. Ich wünschte, Frauen erginge es ebenso. Dieser Laden erfüllt überhaupt keinen Zweck. Hier werden nur wertvolle Ressourcen vergeudet. Das sind nette Bemerkungen von einer Prinzessin. Zum letzten Mal, ich bin keine Prinzessin. Na schön, Hoheit. Spaß beiseite, was verkaufst du? Nun, Hoheit, dies ist ein Abenteuerladen. Hier gibt es all jene wundervollen Dinge, die Leute brauchen, wenn sie den Sinn ihres Lebens darin sehen. Ein Loch im Boden zu finden, einige Freunde zu holen und dann in die Unterwelt vorzustoßen. Ausgerüstet nur mit Schwertern, Seilen, 3 Meter langen Stangen, Hellebarden, 6 Fackeln und einem Krug Öl. Meine Güte! Besteht große Nachfrage nach solchen Dingen? Kaum. Heutzutage dreht sich alles nur noch um sammelbare Visitenkarten. Norbert Nervig Nervensäge. Da
dadurch macht das Geschäft überhaupt keinen Spaß mehr. Selbst magische Artikel finden nur noch wenige Abnehmer. Magische Artikel? Meinst du Elfenmäntel, Zauberschwerter, Siebenmeilenstiefel und dergleichen? Ja, genau. Die Siebenmeilenstiefel haben wir nicht mehr auf Lager. Dafür bieten wir jetzt Stiefel der Vorherrschaft an. Allerdings hat eine Barbarin das letzte Paar gekauft. Nun sieh dich um, Hoheit, und gib mir Bescheid, wenn du etwas Interessantes findest. Kerzen! Hast du Kerzen? Ja, euer königliche Hoheit, ich stelle sie selbst her. Besser gesagt, ich würde sie selbst herstellen. Doch in letzter Zeit benutzen die Leute lieber den einen oder anderen Lichtzauber. Deshalb habe ich Kerzen nicht mehr auf Lager. Das dort sind nur Ausstellungsstücke aus Gips. Aber du könntest Kerzen herstellen, wenn du Gelegenheit dazu hättest. Oh, natürlich, Teuerste. Ich brauche dafür nur die notwendigen Materialien. Nun, zur Herstellung erstklassiger Kerzen verwendet man tote Wale. Früher benutzte ich das Nasenhaar eines Wals als Docht, aber heute... Nun, eine gute weiße Kerze besteht aus Spermazet. Woher kommt das? Danach habe ich nie zu fragen gewagt. Nun, der zweitbeste Rohstoff ist Bienenwachs. Bienenwachs, gut. Hinterm Haus hatten wir einen hübschen Bienenmelksalon. Die Bienen meinten, so etwas sei unbedingt erforderlich. Jeden Abend versammelten sich dort die Bienen und nahmen in kleinen, bequemen Sesseln Platz. Wir gaben ihnen Zeitschriften und ließen sie nach Herzenslust Wachs produzieren. Dann wies jemand darauf hin, dass wir einfach den Bienenstock öffnen und uns so viel Wachs nehmen konnten, wie wir wollten. Die kleinen Biester hatten uns die ganze Zeit über an der Nase herumgeführt. Man kann Bienen eben nicht trauen. Da bin ich ganz deiner Meinung, euer königliche Hoheit. Ach, hör auf damit. Bis dann. Ich wusste es doch. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn wir die Kerzen hier einfach mitnehmen könnten. Aber das sind ja keine echten Kerzen. Was mit dem Flamingo? Sowas habe ich mir immer gewünscht. Vermutlich kann ich ihn nicht bekommen, oder? Warum denn nicht? Er gehört dir. Du brauchtest nur zu fragen. Oh. Okay, was ist hier mit dem Fisch? Sieht hübsch aus. Kann ich ihn haben? Natürlich. Was? Einfach so? Verlangst du nicht von mir, zuvor nach irgendwelchen Dingen zu suchen? Was? Ich? Eine Prinzessin herumkommandieren? Käme mir nie in den Sinn. Manchmal ganz praktisch, wenn man für eine Prinzessin gehalten wird. Hier ist Weihrauch. Sieht interessant aus. Könnte ich das haben? Natürlich. Okay, jetzt haben wir ein Weihrauchstäbchen. Das hilft schon mal, um den richtigen Geruch zu produzieren für das Ritual. Okay, sonst, was ist das für ein Apparat? Ich habe die Orientierung bereits verloren. Machen wir es nicht noch schlimmer. Ein sonderbarer Apparat. Ich weiß nicht, wozu er dient. Und bestimmt schlafe ich heute Nacht besser, weil ich es nicht weiß. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass man dies hier wandernden Laden nennt. Entschuldige bitte, ich glaube, ich muss jetzt meine Medizin nehmen. Okay, da sind Bücher. Der ideale Abstellplatz für volle Kaffeetassen. Davon muss ich mir ein paar mehr besorgen. Sonst gibt's jetzt hier... nichts. Okay, dann wieder raus. Dann gehen wir doch mal, wir gehen mal hier an die Docks. Krimskrams. Na, das klingt interessant. Ich frage mich, was das ist und was es sein könnte. Eine Mauer? Eine zum Einreißen auffordernde Mauer. Ich sollte sie den Leuten vom Amt für bessere Wohnungen und Gärten melden. Okay, ich schaue mich hier mal ein bisschen um und gucke, was es hier so gibt. Da sind Fische in einem Netz und ein Hammerhai. Ein Hammerhai. Man nennt diese Spezies Hammerhai, weil der Kopf wie ein Hammer aussieht. Kapiert? Jetzt kannst du sagen, dass du den Computer benutzt hast, um dich weiterzubilden. Dankeschön. Ein gutes Fischsortiment. Ob sie auch alle untot sind?
Bildungsauftrag erfüllt. Ach, ihr Lieben. Okay, was gibt's hier sonst so? An deiner Stelle würde ich mich nicht noch näher heranwagen. Es wird nur deshalb Wasser genannt, weil es sich zwischen dem Himmel und dem Grund des Flusses befindet. Wenn du versuchst, da hineinzuspringen, holst du dir mehr als nur einen verbeulten Hut. Okay, da kann ich nicht rein. Aber ich kann hier mit dem Netz agieren. Ein Meeresvogel, der Fische frisst. Hoffentlich erhofft er sich seine nächste Mahlzeit nicht vom Ank. Ohne Hacke und Schaufel fände er dort nichts. Entweder ist dies ein Netz oder das hiesige Mottenproblem geriet außer Kontrolle. Habe ich irgendwas, womit ich das aufschneiden kann? Kann ich den Fisch mit dem Vogel benutzen? Jetzt haben wir einen betäubten Vogel. Okay, das bringt uns jetzt was genau? Hey, das bin ich. Vor 5 Minuten war ich das. Und ich werde auch ich sein, wenn du das nächste Mal nachsiehst. Das bin ich. Vor 5 Minuten war ich das. Und ich werde auch ich sein, wenn du das nächste Mal nachsiehst. Ich wollte jetzt Inventar gucken, ins eigene. Oh, du gerissener Schlingel, du. Lassen wir ihn in Ruhe. Meine liebe, treue Truhe. Stumm wie ein Fisch und kaum intelligenter. Aber ich wollte reingucken ins Inventar. Lassen wir ihn. Oh. Okay, wieso kann ich jetzt nicht ins Inventar gucken? Okay, ich gehe mal anders hin. Narrengilde. Geh mir mal dahin. Eine Tröte. Und wo sitzt der? Hey, das... Lassen wir ihn in Ruhe. Ein Narr fliegt da. Oh Gott, der kommt mir bekannt vor aus dem ersten Teil. Bei den Göttern, dass ich euch beiden noch einmal begegnen muss. Oh, lach, lach, lach. Ja, er ist es. Du hast die Bühne des Lebens verlassen und dich in den Ruhestand zurückgezogen. Lachi möchte der Geist aller verblichenen Witze sein. Es ist großartig, tot zu sein. Sieh mal, wir haben sogar Blumen. Oh, Lachi, Lachi, Lachi. Jetzt hör mal. Klopf, klopf. Wer ist da? Cohen. Cohen wer? Cohen an der Tür. Oh, lach, 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 lach. Wieso treibt ihr euch hier herum, während alle anderen in den Himmel oder zur Hölle unterwegs sind? Lach, 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 lach. Ich hänge hier fest, fest, fest. Du kannst nicht weg? Ich meine, du bist tot, aber nicht richtig im Jenseits? Du spukst hier herum? Tod ist noch nicht gekommen, um uns abzuholen. Er hat uns hier vergessen. Lachi ist an Stein und Mörtel des Gildenhauses gebunden. Kann nicht einmal dann weg, wenn man ihm ein Was-möchtest-du anbietet. Ein Was-möchtest-du? Ein kühles Bier und knusprig gebratene Keilerkeule. Besten Dank. Oh, Lachi, Lachi, Lachi. Du hast recht. Du bist wirklich der Geist verblichener Witze. Oh nein. Wenn wir schon jemanden aus dem ersten Spiel auftreten lassen müssen, warum dann nicht die nette Amazonin? Vielleicht gelingt es mir, die Spuksteine in eine Jauchegrube oder so zu werfen. Mal sehen, ob er dann noch lacht. Okay, was gibt's zunächst hier sonst mal so? Auf Wiedersehen. Da geht's runter. Ein Gitter. Nein, kann's nicht bewegen. Welch ein hübsches Gitter. He, da ist das Milchmädchen. Eigentlich ein schmeichelhafter Blickwinkel.
gibt schlimmere Blickwinkel. Okay, wir gehen mal nach hier. Wo führt mich das hin? Okay, dann laufe ich im Kreis. Und was ist da oben? Zukunftsschweinefleisch. Vermutlich gibt es keine andere Welt im Multiversum, in der man Dinge lagert, die nur potenziell existieren. Das Zukunftsschweinelager in Ankh-Morpork ist das Ergebnis der vom Patrizier erlassenen Vorschriften über grundlose Metaphern. Der Ansicht vieler Leute, alles müsste irgendwo einen Platz in der Wirklichkeit haben, sowie dem sehr dünnen Gewebe der Realität im Bereich von Ankh. Der Handel mit Zukunftsschweinefleisch, mit Schweinefleisch, das noch nicht existiert, führte zum Bau eines Lagerhauses, in dem es aufbewahrt wird, bis es mehr als nur imaginäre Substanz gewinnt. Die außerordentlich niedrigen Temperaturen gehen auf die Unterschiede im temporalen Energiefluss zurück. Okay. Da gibt's Eis. Ich bezweifle, ob ich das mit der Hand bewegen kann. Ein Bild von Schweinefleisch, das irgendwann in der Zukunft existiert. Dabei geht's um Vorausdenken, nehme ich an. Was? Soll ich das mitnehmen? Ich soll etwas nehmen, das noch gar nicht existiert? Okay. Hoffentlich besteht dieses Eis nicht aus dem Wasser des Ankh. Nein, unmöglich. Es hat die falsche Farbe. Okay. Sonst gibt's hier nichts. Dann gehe ich mal wieder raus, würde ich sagen. Okay, jetzt haben wir eine Tröte. Ich gehe mal hier auf den Platz. Ah, hübsch hier. Okay, hier schauen wir uns dann mal in der nächsten Folge um. Bis dann!